Herzlich willkommen zum Becoa Vertriebsgeflüster. Ich bin heute hier mit meinem Kollegen Daniel Ströbel und wir wollen uns ein bisschen über Vertriebsprozesse unterhalten. Mein Name ist Sascha Gleisner und jetzt legen wir los. Daniel, es ist immer wieder in der Beratung zu beobachten, dass die Leute ganz grob wissen, wie Abläufe oder Prozesse im Prinzip funktionieren. Ganz oft gibt es auch eine Art Prozess, aber gibt es deiner Meinung nach irgendwie einen ganz klaren Vorteil, einen Prozess aufzubauen und zu implementieren, oder sollte man halt einfach so, ich sag mal, so einen Learning-by-Doing-Prozess machen? Vorteil ist schon mal die Frage, Vorteil für wen? So. Wenn wir über Prozesse sprechen, schwingt diese Grundangst der einzelnen Vertriebler mit, ich werde jetzt in ein Korsett gepresst. So. Das heißt, das Thema Vertriebsprozess, also dieser Begriff Vertriebsprozess, hat oftmals so eine grundnegative Prägung. Aber Prozess heißt einfach nur, du hast es gerade schon gesagt, Ablauf. So, und da geht es jetzt nicht darum, jemanden in irgendwas reinzuzwängen, sondern es gibt einfach logischere Abläufe und weniger logischere Abläufe. Und wieso sollte ich nicht auch einen Vertrieb logisch strukturieren, dass ich mit weniger Aufwand mehr rauskriege? Das ist erstmal das Grundding, um was es geht. Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe anfangs meiner Karriere auch Probleme gehabt, in solche Abläufe reinzufinden, in so einen Prozess. Und da war mir manchmal nicht so ganz klar, warum ich jetzt nach Schritt A, B, C, D, E, E, F, G machen kann. Warum kann ich nicht auch einfach, manchmal sind für mich Dinge klar, warum kann ich dann nicht von B direkt zu E springen? Weil es ist ja eigentlich klar für mich. Für dich. Das ist das Thema. Wir haben ja in dem, wenn ich eine Ein-Mann-Firma bin, kann ich tun und lassen, was ich will. Mhm. So. Und dann weiß ich auch, auf welchem Stapel ich was hinlege und dass ich dem einen Kunden einfach schon ein bisschen früher ein Angebot geschickt habe und dem anderen noch nicht, obwohl wir schon 5-mal telefoniert haben. Sobald ich eine weitere Person in dem Spiel drin habe, das ist ja bei uns beiden schon so, erhöht sich einfach der Abstimmaufwand exorbitant, wenn jeder tut und lässt, was er will. So, und von dem her, vorhin auch meine Aussage, bei Vorteil ist immer die Frage, für wen. Am Ende des Tages muss es ja in Summe zusammenspielen, was in so einem Unternehmen passiert. Von Geschäftsführung, Vertriebsleiter, alteingesessener Vertriebler, neuer Vertriebler. Um da auf so einen möglichst großen Nenner zu kommen, hilft einfach Einheitlichkeit, Transparenz, Struktur, weil dann ist es für alle nachvollziehbar. Klar, jeder hat einen kleinen Schmerz, weil er sagt, ich kann die Sonderlogin immer drehen und ich muss mich jetzt plötzlich an ein CRM-System halten und so Geschichten. Aber es macht einfach einen neuen Vertriebler einfach, wenn er reinkommt, weil er weiß, was er zu tun hat. Mhm. Weil in so einem Prozess ist dann einfach das Erfahrungswissen von den Älteren schon drin. Der Geschäftsführer weiß, wo er drauf gucken muss. Ja. Du bist mein Kollege, bist jetzt ungeschickterweise krank. Ich weiß, wo ich reinlangen muss bei deinen Themen. Ja. Wenn es jeder einzeln macht, geht nicht. Darum geht's. Das heißt aber, und das ist jetzt zum Beispiel auch eine Erfahrung, die ich jetzt ganz stark gemacht habe in den letzten Wochen und Monaten, dass es doch nicht immer ganz so einfach ist, so einen Prozess auch zu implementieren. Das ist aber bei uns beiden jetzt relativ überschaubar, weil wir uns gut dazu abgestimmt haben, dass es auch schon grobe Ansätze gab, beziehungsweise, naja gut, für mich waren sie klar definiert, weil du halt einfach sehr viel Wissen damit mitbringst und ich mich da einfach auch schnell wohlgefühlt habe. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wir haben ja auch Kunden, da sind schon relativ lange Vertriebsmannschaften zusammen, mhm, und da wird jetzt für irgendeinen Ablauf dieser Prozess festgelegt. Genau dieser Ablauf wird festgelegt und jetzt müssen sich Leute ja dahingehend umstellen. Ja. Wie genau muss man denn dann da vorgehen, so ein Prozess? Und genau das, was du gesagt hast, das muss ja im Prinzip für alle passen, nicht nur für den oder für den, sondern
Wie genau muss man denn da vorgehen, dass man diesen Prozess auch erfolgreich implementiert, gerade jetzt speziell auch bei einer etwas eingesessenen Vertriebsabteilung? Die Implementierungsphase, die wird ganz oft stiefmütterlich behandelt. So. Das ist aber eigentlich das, mit dem ich loslegen muss. Was immer naheliegend ist, wir sprechen über den Vertriebsprozess, also schauen uns den Vertriebsprozess an. So. Es hilft mir aber nichts, den besten Vertriebsprozess auf dem Papier zu bauen, wenn ich mir nicht überlege, wie ich es implementiere. Das ist wie ein Porsche in der Garage. Die Garage ist leider nicht an das Straßensystem angeschlossen. Da komme ich mit dem Porsche aus der Garage nicht raus. So. Und da gibt es dann so tolle Begriffe von wegen Change Management und so weiter, wo jeder weiß, dass es das gibt, aber keiner anwendet. So, und da liegt wirklich nachher der Knackpunkt, weil der tollste Prozess, das tollste CRM-System hilft nichts, wenn es nicht angewendet wird. Also muss ich damit anfangen und ich muss mir überlegen, wie ich die Leute mit ins Boot hole. Wie binde ich sie ein? Wie hole ich auch die Bedenken ab? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig, es gibt im Endeffekt einen Begriff, auf den wird es immer zum Schluss unterm Strich ankommen, und das ist das Thema Verantwortung. Ich muss auch jedem klar machen, dass er in so einem Unternehmen eine Rolle hat und dass mit der Rolle eine gewisse Verantwortung verbunden ist. Und auch so einer gewissen Erwartungshaltung entgegentreten, ja, ich will aber all meine individuellen Sperenzien in diesem Ding da drinnen abgebildet haben. So, natürlich nehme ich die Leute mit, gleichzeitig muss ich den Leuten klar machen, dass in dieser Rolle seid ihr, dafür kriegen die ja Geld, ja, die sind ja nicht aus Spaß da, weil da fünf Leute einen Verein gegründet haben, den Individualitätsverein, und das ist so dieses Gegenspiel, das ich machen muss. Auf der einen Seite die Klarheit bei Rolle und Verantwortlichkeit, auf der anderen Seite die Leute frühzeitig mit reinholen und dann eben die Implementierung im Endeffekt vordenken. Das ist mit der größte Knackpunkt. Das heißt, wenn man es mal, sagen wir, auf ein Wort beschränken würde, würdest du sagen, dass man im Prinzip bei allen Beteiligten ein gewisses Bewusstsein schaffen muss, dass im Prinzip das Verständnis für den Ablauf, für den Prozess und natürlich auch die daraus gewonnenen Vorteile, also meistens ergeben sich daraus Vorteile, gewonnen werden und dass man dadurch natürlich A, Transparenz schafft für die Themen, die du angesprochen hast, wie Urlaubsvertretung, Krankheit, neuer Kollege und dass man aber auch auf der anderen Seite eine Möglichkeit hat, aktiv in den Vertrieb einzugreifen mit einer Steuerung durch auch Vertriebscontrolling von einem Vorgesetzten, von einem Vertriebsleiter. Und somit einfach der Prozess, wenn er richtig implementiert ist und das Bewusstsein bei den Mitarbeitern geschaffen wurde, im Prinzip eigentlich viele Vorteile mit sich bringt. Ganz genau. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war unser Pecoa Vertriebsgeflüster für heute. Bleiben Sie vertrieblich aktiv.